Josef von Arimathea und Nikodemus begegnen sich auf dem Weg zum Tempel. Nikodemus ist sehr verärgert und schimpft: Wie konntest du diesen Galiläer nur dein eigenes Grab zur Verfügung stellen? Ach, erwidert Josef ausgelassen, reg dich nicht so auf, es ist doch nur für ein Wochenende. Wenn ihr jetzt geschmunzelt oder gar gelacht habt, dann ist das genau richtig. An Ostern darf man lachen. Früher gab es sogar den Brauch des Osterlachens. Da hat der Pfarrer in der Kirche etwas Lustiges erzählt, einen Witz gemacht oder auch kurze komische Szenen aufgeführt. Alles mit dem Ziel, die Menschen an Ostern zum Lachen zu bringen. Jedes Mittel war da recht. Sinn des Osterlachens war, den Tod auszulachen, denn mit Jesu Auferstehung war die Macht des Todes gebrochen. Später wurde dieser Brauch dann verboten, weil es angeblich nicht in die Kirche passt. Inzwischen aber entdecken manche Gemeinden diesen alten Brauch wieder. Gerade in diesem Jahr, wo das Osterfest so anders ist, als wir es gewohnt sind, da tut es doch besonders gut. Greifen wir also den Brauch des Osterlachens einfach auf und bringen unsere Osterfreude so zum Ausdruck. Lachen wir aus tiefstem Herzen und so gut und so oft es geht. Jesus ist auferstanden. Halleluja! Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Mafridis.